Hallo, wieder zurück. In der Arena 2 zu 1 steht's. Match Nummer 4 mit dem Schamanen und die erste Arena im neuen The Grand Tournament Expansion Pack für Hearthstone, A Warcraft. Nee, Heroes of Warcraft. So, der Ordnung halber. Letzten zwei Matches haben unsere dicken Minions uns ziemlich rausgehauen. Gegen einen Hunter spielen wir und zum ersten Mal gegen ihn. So. Tja. Die beiden werde ich wohl halten. Obwohl ein One-Drop nicht schlecht wäre, ehrlich gesagt. Naja, aber besser als wenn ich sonst was kriege. Oh, Rockbiter-Weapon ist auch nicht verkehrt. Gleich mal Sneeds um die Ecke. Der hat mir echt die Haut gerettet da. Durch sein perfektes Summoning. Aha. Totem Golem. Den kannst du nicht mal mit deinem hässlichen Micro Machine killen. Dann kannst du nur Face gehen oder was? Mir sehr leid. So. Ich hätte jetzt auch Rockbiter, aber ich habe lieber einen Minion auf dem Board. Wobei, hätte ich ja auch gehabt. Na, es war vielleicht ein Fehler, habe ich jetzt nicht bedacht. Ich hätte ja auch. Ich war wieder zu an die Mana-Effizienz gebunden. Ich hätte ja Rockbiter spielen können, hätte den Totem Golem mir noch auf dem Board gehabt. Das wäre cleverer gewesen. Fehler! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was mit ihm? Er kriegt für jede Hero Power ein 1-1-Recruit. Kann traden nächste Runde. Ich überlege gerade, wenn ich Fireguard spiele, dann tradet er mit dem. Und hat wahrscheinlich noch ein 1-1er. Und ich kann außerdem nicht Silver Knight spielen, deswegen werde ich lieber Totem und Rockbiter spielen. Dann kann ich nächste Runde nämlich den Silver Hand Knight spielen. Ja, das gefällt mir besser. Silver Hand Knight oder, ehrlich gesagt, Fireguard und Zombies ist vielleicht geiler. Ja, finde ich besser. Ich habe ja keinen Six-Drop auf der Hand, insofern. Gefällt mir das so schon ganz gut. Nächste Runde kann ich dann Silver Hand Knight spielen. Ich hoffe mal, er hat nicht diesen, wie heißt dieser Power Shot? Ne. Oh krass, er hat echt krass viele Face-Karten. Face is his place anscheinend. Spielen jetzt aus. Molten Giant für maximal Pressure, aber schlechte Mana-Effizienz. Oder Squire oder das und Totem. Das und Totem wäre am Mana-effizientesten. Nächste Runde dann Sneeds.
Oder? Ach komm, ich spiele Molten und Totem. Sogar Healing. Das ist schön. So, mal hoffen, dass er nicht zu viele Face-Spells hat, wie Kill Command und sowas. Ich habe ja auch nur einen Taunt, den Fan Creeper. Grand Crusader, hallo. Jetzt spiele ich Sneeze, denke ich. So, nächste Runde müsste ich 13, 18, 20 habe ich noch nicht ganz lethal, leider. Ist natürlich ein bisschen scheiße. Brauche ich noch Abusive Sergeant oder Argent Squire oder Crackle? Ne, nicht Argent Squire, hier, wie heißt Lance Carrier, der neue. Abusive Sergeant, Lance Carrier, Crackle. Hat er etwa einen Mech auf der Hand, oder? Was? Nein, hat er nicht. Abusive Sergeant, Lance Carrier oder Power Mace. Das geht natürlich auch. 5, 7, 15, 20, 23. Sehr schön. Sehr nice. Gute Karten gezogen. Und weiter geht's in der Arena. Gegen Rogue haben wir auch noch nicht gespielt. Oder Lance Carrier. Abusive. Gleich zwei so eine Buff-Karten. Aber irgendwie finde ich die beide relativ nicht so geil für den Anfang. Besonders nicht gegen Rogue. Komplett oder Scarlet halt. Ach komm, ich mache einen kompletten Austausch. Komplett Austausch. Ja. Warum nicht? Ah! Den will ich natürlich haben. Zombie Charmy, Baby. Das ist natürlich very nice. Vielleicht mal Mech Warper. Oh, Yeti Power Mace Combo ist am Start. Ich werde den diesmal wirklich Rockbitern, glaube ich. Frage ist nur, spiele ich den mit aus, weil nächste Runde will ich ja sowieso Power Mace spielen. Ja, dann mache ich das. Noch ein Minion mehr auf dem Board. Geil, Runde 3 Power Mace, Runde 4 Yeti ist natürlich. That Synergy, sage ich da nur. That friggin' Synergy. Das ist ja gar nichts. So nicht, mein Freund. Boah, geil, der Yeti ist dann erstmal ein fetter 6-7 Yeti, ey. Ja, 6-7. Ha, 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 Shredder. Whoop.
Ashes of Pain. Ah, komm, Trainer. Train war ruhig. Ist weg. Da, ich hoffe, er hat kein Assassinate. Das wäre jetzt bitter gewesen, Assassinate auf den schönen Yeti. Ein Jammer wäre es gewesen. Ein Jammer. Fühlt sich jetzt auch ein bisschen an wie mit Kanonen auf Spatzen, ja. Na, was soll's. Stranglehorn. Bufft er noch oder was? Will dann den noch buffen? Irgendwas auf ihn gezeigt. Das könnte er auf ihn gezeigt haben. Face, baby. That's the place. Your face. 6, 9, 11, 13, 15 Damage. Nächste Runde. Fast lethal, aber er wird wohl ein bisschen was killen können von meinem Board. Was ist denn das? Geht er auf den Yeti? Deswegen wollte er unbuffen. Ambusher. Okay, ob das jetzt so viel gebracht hat, wage ich mal zu bezweifeln. Oh, Totem Golem. Sehr schön. So, wo schickt man denn den Taunt drauf? Ach, ist ja sogar That's Energy. Moment mal. 3, 5, 8, 9, 10. Achso, er hat ja den Yeti gekillt. So, dann taunten wir mal schön unser... Ich muss... Ich habe überlegt, das Divine Shield zu taunten. Ist auch sinnvoll, ne? Weil er dann mit der Waffe und dem das nicht wegkriegt. Ja. Das sollten wir ja wohl mal gewinnen, ja. Sein, jetzt kommt eine krasse Blade Flurry Combo. Oh, ist auch nicht schlecht. Ja, nice Match. Weiter geht's. Also ich sag ja, ihr habt es ja schon beim Pack-Opening gesagt, diese neuen Schamanenkarten, wie es vor allen Dingen Totem Golem und diese anderen Totem-Synergiekarten sind halt echt ziemlich cool. Kann man nicht anders sagen. Ich bin ja immer gegen andere Klassen heute, kann das sein? Ich glaube nur einmal, zweimal gegen Priest, ansonsten immer eine andere Klasse. Totem Golem lohnt sich immer auf der Hand zu behalten. Na, das ist in Ordnung. Early Game for the win. Und im Late Game habe ich halt auch die dicken Minions, eigentlich echt anständig. Very anständig. Ah, der Argent Squire kommt ein bisschen zu spät. Totem Golem. Zack. Take that. Geiles Teil, ey. Sieht doch geil aus, voll. Mhm.
Ist ja nicht so schön. Kann er halt gut traden, aber dem gehe ich Face. Kann er den jetzt rausnehmen, aber er hat seine Arbeit gut geleistet. Oh, guck mal. Er nimmt den. Wieso hat er das jetzt gemacht? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wieso hat er jetzt nicht den Tod im Golem rausgenommen? Ich meine, ich freue mich ja, aber. War sicherlich nicht so gut. Oh, vierter Joust, gewinne ich der etwa auch noch? Jawohl! Bin so der Profi-Jouster, ey, krass. Ich bin so ein krasser Profi-Jouster. Den kann ich mir natürlich noch aufheben, damit er ein 9-9 wird. In der Hoffnung, dass er keinen Big Game Hunter hat, natürlich. Ansonsten könnte ich ihn jetzt einfach spielen oder halt die beiden. Ist auch gut. Ich glaube, ich spiele die beiden. Okay, wie trade ich? Trade, trade, trade. Trade, trade, trade. So, so, so wahrscheinlich. Dann bleibt nur der Zombie am Leben. Ja. Whatever. Passt schon. Finde ich nicht so fein. Das finde ich nicht so fein. Ich bin dann jetzt Dragonite doch jetzt. Ist schon der stärkste Move, denke ich. Außerdem ist er dann nicht anfällig für Big Game Hunter. Mein Totem Golem hier macht schön weiter Schaden, wie es sich gehört. Aha! Lach dich tot. Wie viel Schaden mache ich ihm denn jetzt? Schon. 6, 7, 11, 12, 15. Okay, Silverhand oder Hungry Silverhand, denke ich. Und dann ganz simpel raustraden alles. Sogar das perfekte Totem gezogen. Das Healing Totem. Naja, das sollte ich wohl gewinnen. Auch wenn ich nie meinen Molten Giant ausspielt werde können. Yeah, beide Quests auf einmal erledigt. Nice Golden Value. Da-da-da. Und der jetzige Gegner heißt Uta mal wieder, wie gerade eben. Kriegt wohl nicht genug. Oh, krass, diese Combo. Oh, das ist ja mal eine richtig sicke Starthand. Ja, danke, die nehme ich so.
ich glaube, viel bessere 1-2-3-4 Turns kriege ich mit dem Arena-Deck auch nicht hin, ey. Das ist schon ziemlich sick. Oh, könnte ich jetzt sogar. Ja, mach ich auch. Den spiele ich 2-3. Na, ich spiele den 3-2. Paladin. Naja, falls er halt Zombie-Chow hat. Ah, ne, ne, hat er ja auch gerade ausgespielt. Ja, keine Ahnung. Ja, Fairy Dragon, dann macht es ja nur noch keinen Unterschied. Dann macht es ja nun auch keinen Unterschied. Ogabrute. Oh, Crackle. Aber ich will eigentlich meine Waffe für nächste Runde ins Spiel bringen. Bin ich zwiegespalten jetzt, kann die Waffe natürlich auch noch später ins Spiel bringen. Der Yeti läuft ja nicht weg. Denke mal, das mache ich. Ich muss halt nur hoffen, dass er mindestens 4 Schaden macht, sonst wäre es ein ganz schönes Desaster. Na gut, kommt nächste Runde die Waffe ins Spiel. Next round Weapon. Übernächste Runde Yeti. Oder dann halt doch Silverhand Knight erstmal. Mal sehen. Muss eigentlich Yeti spielen, wenn er was ausspielt, was ich clearen muss. Das kann ich nicht clearen, leider. Kann ich auch Silverhand Knight spielen? Hammer of Wrath. Okay, Yeti-Yeti-Action jetzt hier. Yeti und Kobold. Trade. Und Kill. Und Yeti-Power. So habe ich das gern. Ah, ist das sick. Hör, wieso hat er an dem jetzt. Achso. Ach, Death Rattle Minions. Ja, stimmt. Stimmt. Hungry Dragon Imp Master. Nimm mal diese Synergien, die sich da den Leuten auftische. Ja. Moment. Ja, doch. Ja, zumindest nicht mit dem Board den Yeti killen. Es sei denn, er hat noch einen Mech auf der Hand. Den er hat! Ist ja klar. Alter, was hat der für Mech-Synergien, ey? Und ich gebe ihm noch den Cogmaster, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Das stinkt. Aber er ist ein Totem Golem.
Wenigstens Totem-Golem. Stark. Oh, Lance Carrier. Das ist natürlich nicht schlecht, da kann ich tatsächlich den Boulderfist Ogre killen. Den Lance Carrier kann ich sogar wieder auf die Hand holen. 2, 4, 6. 2, 3, 5, 6, 7. Das ist nice. Ah, wen buff ich denn damit jetzt eigentlich? Eigentlich. Pff, naja, der überlebt halt dann. Ach Mann, ey, es kann nicht wahr sein, dass er immer die Antwort parat hat. Ah, natürlich noch ein Wargolem. Wieso spielen eigentlich die ganzen Leute jetzt Wargolem wieder neuerdings? Ech, das gefällt mir nicht. Was macht er denn da? Soll den heilen, oder was? Meine Fresse, ey. Ja. Ja, das brauche ich nicht. Alles scheiße. Er kann sich cool enragen, ja. Ist ein bisschen riskant, aber falls er jetzt Face gehen will, zieht er mir halt die Hälfte ab. Aber wenn ich jetzt einfach gegen den Dicken getradet hätte, dann wäre der, na, wo ist er? Der Armani Berserker hätte dann 5 Attack gehabt, dann wäre er eigentlich auch so einer von den Starken gewesen. Das wäre alles nicht so gut gewesen. Krass. Ah, Sneeds. Und ich kann leider nicht traden, das ist bitter. Also ich kann den, krieg den scheiß Golem nicht weg. Das ist echt bitter. Muss ich wieder hoffen, dass er einen coolen Legendary mir spawnt. Was ist das für einer? Ah, okay. Schade, den Battlecry hätte ich bitte gern gehabt. Krieg ich natürlich nicht. So, das geht ja nicht anders. Gott sei Dank habe ich ein Healing-Totem, sodass der Silver and Recruit den nicht einfach wegmachen kann. Muss auch schon mit der Waffe ran.
War sein Fehler, dass er das Spell-Totem, nicht das Healing-Totem, gekillt hat mit der Waffe. Da ein bisschen länger nachdenken müssen drüber. Dann wäre er zu dem Ergebnis gekommen, dass das Healing-Totem das bessere Ziel gewesen wäre. So ist das manchmal. Fehler passieren. Aber das könnte spielentscheidend sein. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, Big Buddha, aber das könnte gerade spielentscheidend gewesen sein, dass mit deinem hässlichen Rekruten hier mein. Es ist eigentlich auch ein neuer, ne? Ah, ne, Quatsch, der eine Juggernaut ist überhaupt kein neuer, ist nur alter. So schlägt er sich gerade mit der Hand an die Stirn wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber was ist denn da jetzt eigentlich zu überlegen? Er muss mit der Waffe den killen. Ist er jetzt disconnected oder was? Das wäre natürlich fantastico. Das würde mir nochmal zusätzlichen Chancen geben. Sieht ganz so aus. Lucky me, würde ich mal sagen. Ach, da ziehe ich den Molten. Okay, solche Siege sind auch Siege. Nimmt man natürlich gern mit. Und dann packen wir es mal für die zweite Arena-Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, euer Dread.